Ja, ich gehe jetzt aber erstmal rein, denn jetzt gibt's erstmal Krebse. So, und ich bin jetzt hier im Restaurant von IKEA Dresden. Hier ist schon richtig was los. Hier findet nämlich das traditionelle Krebsessen statt und das bereits zum 9. Mal in Dresden. Und dazu gehört auch dieses Hütchen. Das setze ich mir jetzt schon mal auf. Und was es mit dem Krebsessen auf sich hat, das muss mir jetzt Jan Olaf erklären. Hallo, grüß dich. Du bist der Koch? So, ich bin der schwedische Koch bei IKEA hier in Dresden. Jan Olaf ist mein Name. Und so, wir haben die Krebsen gekocht in rauer Menge heute für die ganzen Leute. Wie ihr seht, ist volle Hütte und so. Lass und mein das große, mal großes Bad. So. Ja, wollen wir setzen? Du hast ja auch schon zwei wunderschöne Exemplare. Ja, was hat das auf sich mit den Krebsen? Warum ist das so das Traditionelle? Warum ist das traditionell schwedisch? Also die Schweden machen das schon seit über 200 Jahren. Gibt es diese Krebsenessen, eine alte, wie gesagt, schwedische Tradition. Weil vor rund 200 Jahren hat die schwedische Regierung das Königshaus erlaubt, für die Bevölkerung die Krebse am Ende des Sommers zu fangen. Also im August, Anfang September ist es freigegeben, dass man die Krebse fangen darf. Und daraus haben sich so diese Feste entwickelt, die großen Partys sozusagen. Und dazu gehört auf alle Fälle das Hütchen und man braucht auch noch einen Spritzschutz. Weil, genau. Wie ist das jetzt? So, wenn du brauchst du eine kleine Lätzchen, weil wenn du die Krebs... kleines Lätzchen, okay. Wenn du die Krebsen, der Akzent ist so schön. So, warte mal. Ja, jetzt halt mal das Mikrofon. So, wunderbar. Alle Gäste von der Family, von der IKEA-Family, haben so auch so ein Lätzchen und so Hütchen auf. Weil wenn die Schweden etwas Alkohol trinken, das kennst du aus dem Urlaub, werden die immer unheimlich albern. Das hält sich so gerne so Hütchen auf. Jan Olaf, jetzt dazu, du erklärst mir jetzt, wie ich Krebse knacken kann. So, guck mal, ich mache immer so, aber guck mal hier in die Kamera. Hallo. Ja. Ist so süß, müssen wir den jetzt wirklich knacken? So, den müssen wir knacken, da ist die Bestimmung von einem Krebs. Also ich sage immer, der Krebs muss nach links gucken, von mir aus gesehen. Ja. Nehme in die linke Hand und dann nimmst du den Schwanz hinten und wirst du wie so eine Hund, der sich freut, ja. Der mit dem Schwanz wackelt. Immer nach rechts und nach links und dabei ziehst du ganz langsam hinten den Krebsschwanz ab. Den Krebs, wenn du das gepellt hast, rausziehen und ganz vorsichtig, nicht so viel, so, und bleibt das am Ende über. So, ja, und dann kannst du loslegen und hier hast du noch den Darm, den kannst du noch rausnehmen. Den kann man aber auch mitessen, dann musst du nur einen Schnaps mehr trinken. Ihr habt nicht nur neue Einrichtungsgegenstände nach Dresden geholt, sondern auch die Krebse, wie man hier hinter uns sieht. Ja, nicht nur die Krebse. Also wir haben das Krebsessen als schwedische Tradition, aber wir haben auch mitgebracht das Midsommerfest ebenfalls. Baumweitwurf. Und das Krebsfest, ich glaube, die Stimmung ist hier richtig gut. Ich höre mich jetzt mal um. Wir sind ja nicht das erste Mal hier, schon das fünfte Mal oder so hier. Das fünfte Mal ist ja Wahnsinn, also ein richtiger Fan vom Krebsessen. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Also das ist schon eine richtige Tradition bei Ihnen geworden. Ja, immer. Jedes Jahr im August muss sein. Du musst das sein, erst essen, dann tanzen. Hey, da kann man die Kalorien wieder, die man zu sich genommen hat, loswerden. Ja. So ist das. Das erste Krebsessen? Nein, das zweite. Hast du Fan geworden? Ja. Und an noch zwei Freunde überzeugen können, wie gut Krebsessen ist. Na, also ich glaube, alle Dresdner müssen sich das mal antun. Das ist echt eine Empfehlung. Also hier auf Krebsessen geht die Post ab. Und die Dresdner lieben IKEA. Aber ich war nicht nur hier im Restaurant unterwegs, sondern vorhin auch mal im Einrichtungshaus.